wollte so einen Ungolem töten, oder? Dann, nach einem kurzen Schluck, bringe ich ihn um. Ui. Seid gegrüßt. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Das ist jedoch nur eine Vermutung. Hilf mir. Nein, das ist der böse Waldelf. Böser Bosma. Wachen, wachen! Jemand wurde angegriffen. Oh. Das. Das ist gut. Sterb schon, verdammt. Stirb, du Ratte. Hey. Immer kräftig drauf. Aber hoffentlich auch auf den richtigen. Ja, er hatte noch nicht mal die Möglichkeit. Und Golem ist tot. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergangspunkt im Fass direkt hinter der Arena in der Stadt an wir abholen. An wir hat eine Arena? Nein, nein. Ich komme zu spät. Ich dachte, ich käme noch zur rechten Zeit. Dachte, ich könnte euch aufhalten. Bei Sitis, was habt ihr getan? Seid ihr umnachtet? Ihr habt mich verraten. Ihr habt die dunkle Bruderschaft verraten. Warum? Ich bin hier, um eurem armseligen Leben ein Ende zu bereiten. Doch ich sehe Verwirrung in euren Augen. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Den ersten Cash-Auftrag habt ihr erledigt und den Lich getötet. Anschließend tötetet ihr die Familie Draconis, ganz wie es euer Auftrag war. Und dann? Verrat. Eure Übergabepunkte wurden nicht besucht, eure Ziele ignoriert. Stattdessen habt ihr die Mitglieder der Schwarzen Hand einen nach dem anderen getötet. Ich würde stattdessen nicht... Begasta, geschrieben. Alval Uvani, Avilstein Reifblut, jeder ein Redner oder Ruhigsteller. Und Ungolem, der Zuhörer selbst. Die überlebenden Angehörigen der Schwarzen Hand wissen, dass euch keine Schuld trifft. Denn ihr habt nur Anordnungen befolgt. Sie glauben, ich wäre der Verräter. Ich gehorche euren Befehlen, Sprecher. Und im Hintergrund ist nur noch Katze. Soll ich die reinholen? Irgendwie tauschte der Verräter eure Befehle aus und schickte euch zu den falschen Übergabepunkten. Nein, Moment. Man hat uns beide getäuscht, Freund. Wir müssen herausfinden, wer hinter diesem Verrat steckt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Schwarze Hand jagt mich pausenlos. Sie wollen meinen Tod. Ihr geht wie folgt vor. Begebt euch zum nächsten Übergabepunkt, versteckt euch dort und konfrontiert denjenigen, der den falschen Auftrag hinterlässt. Enthüllt die Identität des eigentlichen Verräters und kommt danach zu mir. Ich tauche so lange unter. Festung Faragut ist nicht mehr sicher. Sie wird von der Schwarzen Hand beobachtet. Ich warte am Hof Apfelwacht auf euch, dort, wo ihr die alte Frau der Draconis-Sippe getötet habt. Der Hof sollte verlassen und sicher sein. Geht nun, möge Sitis uns allen beistehen. Wow. Geht jetzt, ihr müsst den Verräter bloßstellen, bla bla bla. Reisen wir mal zum Anvil-Haupttor. Bitte. Erledigt. Hoffentlich nimmt es auch jetzt auf. Naja, erstmal. Tarnen wir uns perfekt.
tarnen wir uns im Gestrüpp. Dann warten eine Stunde. Ladebalken. Oh, jetzt bist du dran. Nein, nein, bitte, tut mir nicht weh. Er hat mich dafür bezahlt. Was? Es tut mir leid, ich führte nichts Böses im Schilde. Es war der Mann in der Robe, er hat mich dafür bezahlt, diese Dinger in das Fass zu stecken. Beginn nicht zu heulen. Seinen Namen kenne ich nicht und sein Gesicht konnte ich im Schatten nicht sehen. Er sprach mich gestern an, als ich am Leuchtturm vorbeiging. Ich glaube, er wohnt dort. Oder wohnte jedenfalls früher dort. Er sagte mir, er wolle Anvil verlassen. Tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht. Erzählt mir mehr von diesem Er ist direkt vor der Stadtmauer. Ich glaube, der Mann in der Robe hat dort schon einige Zeit gelebt, im Keller. Ich weiß nicht, was da unten vor sich geht, aber durch die Tür kommt ein fürchterlicher Gestank, als sei dort drinnen etwas gestorben. Hey, mehr weiß ich nicht, ehrlich. Vielleicht kann euch Ulfgar Nebelauge mehr sagen. Er ist der Leuchtturmwärter und vermutlich hat er den Keller vermietet. Redet mit Ulfgar. Er hat bestimmt einen Schlüssel zum Keller. Ihr wisst schon, falls ihr dort hinunter möchtet, bitte lasst mich jetzt gehen. Lasst mich einfach allein, in Ordnung. Ich will keine Schwierigkeiten. Wollen wir denn Schwierigkeiten? Ja. Scheiß Husten. Knock, knock, who's there? I am. I kill you. Und jetzt Treppen steigen. Durch eine Tür. Leiter hoch. Ach ja. Holla! Was habt ihr hier zu suchen? Ich will Schlüssel zum Vorratskeller. Ach, wirklich? Und warum sollte ich es euch geben? Falls nicht, schließe ich dir die Kehle auf. Oh, tja, in diesem Fall, bitte sehr. Tja, immer diese Umstände. Ich habe einen Schlüssel zum Keller des Leuchtturms von Anvil erlangt, wo der Verräter lebte. Ich muss die Klettertür aufschließen und mich nach unten begeben, um meine Nachforschungen fortzuführen. Ui. Ah, ich kann's nicht lassen. Tod, Leben. Ach, beginnen wir schon mal mit der Energieverschwendung. Ich müsste mal mit Tune-Up temporären Speicher runterwerfen. Boah, das Lecken geht mir ja sowas auf die Nerven. Oh mein Gott, ein Hund ist gestorben. Ich habe mir Zutritt zum Keller des Leuchtturms von Anvil verschafft. Ich muss jetzt den Keller nach Hinweisen auf Identität oder Motive des Verräters der dunklen Bruderschaft durchsuchen. Darum. Scharf. Eine tote Frau. Eine Axt. Etwas, was knurrt. Lädt das auf einmal so. Stirb.
Fall wütiger Hund. Noch ein unbekanntes Opfer. Ah ja, und das hier. Unter den Werten Oblivion-Spieler. Das hier ist quasi legendär. Jeder sollte den Mutterskopf kennen. Und meistens wird das dann auf ein Silbertablett oder Silberteller in der teuersten Villa, nämlich in Skingrad, die Rosendornhalle, aufgestellt beim Schlafzimmer, weil dieser Kopf, der ist Pflicht. Tagebuch eines Verräters. Schöner Titel. Lalalala. Ich habe das Verräters Tagebuch entdeckt. Er ist seit Jahren in der dunklen Bruderschaft und jetzt ist er Mitglied der Schwarzen Hand. Sein Ziel ist Rache gegen Lucien Lachance und alle Bruderschaftsmitglieder für den Mord an seiner Mutter in seiner Kindheit, und er plant tatsächlich, die Mutter der Nacht umzubringen. Ich muss sofort zu Lucien Lachance auf der Apfelwachtfarm zurückkehren und ihm diese Informationen vermitteln.